Moin Pamarillos, mein Name ist Sonic, ihr seid hier auf Raps Play und wir zocken weiter Dark Souls. Ja, wir sind jetzt hier stehen geblieben, haben jetzt endlich mal unsere Heilfähigkeit aktiviert, letzte Folge. Und jetzt können wir mal reisen und zwar, wo gehen wir denn hin? Warte mal, habe ich hier so einen Turmschlüssel bekommen? Warte mal, hier war doch ein Turm irgendwo. Wie kam man da nochmal hin? Da musste man hier hoch. Vielleicht war das ja der, weil die andere Tür konnte ich damit nicht öffnen. Was ist das denn jetzt hier? Wieso kann ich da jetzt nicht mehr durch? Okay. Jetzt kann ich durch. Was zur Hölle? Hier war doch ein Turm. Frag mich immer noch, wie man da hochkommt. Ich frag mich, wie man da hochkommt. Da muss es doch irgendeinen Weg hochgeben. Hä? Oder muss man da von der mit der Leiter dann da hoch und der muss doch da irgendwie hochspringen können, sag mal. Weil die Leiter kriege ich ja jetzt so nicht runter. Ich will aber das Ding da haben, was da liegt. Okay, schauen wir mal auf den Turm. Verschlossen. Okay, dann war es nicht der Turmschlüssel. Schade. Ich würde gerne den Baum hier irgendwie als Rampe benutzen. Vielleicht geht das ja sogar. Lass mich mal gucken. Ich kann auf den Baum gehen. So, ne? Nee, dann springt er nur dagegen. Ich werde wahrscheinlich nur dahin können, wenn, indem ich die Leiter dann da habe. Ah, das geht wohl nicht. Oh Mann, ey, der kann... Das ist ein Ritter, Alter. Guck mal, wie hoch die Mauer hier ist. Das ist doch ärgerlich. Kackbaum. Ich kenne da irgendwie... Naja, okay, gut. Lassen wir das. Also auf jeden Fall ist es nicht der... Nee, warte mal. Gefängnisschlüssel. Ach so, den Turmschlüssel, den habe ich noch gar nicht. Den gab es doch hier beim Händler. Den habe ich gar nicht gekauft, aber da braucht man 20.000 Seelen dafür, oder? Wie viel habe ich denn? Wo steht denn das? Steht hier gar nicht. Wo stehen denn meine Seelen? Hiermit könnte ich mir welche machen. Wie viel bekommt man denn dafür? Ach, da unten stehen meine Seelen. 50. Okay, nee, so komme ich nicht auf 20.000. Gut, wenn ich 20.000 habe, dann gehe ich mal da hoch. Und... Oh. Eieiei. Dann gehe ich mal da hoch und, probiere, ob ich den Turmschlüssel, also das Tor damit aufmachen kann. Gut. Ja. Alles klar. Nee, dann gehe ich mal weiter. Ab ans Leuchtfeuer. Reisen. Turm auf der Mauer oder mal hohe Mauer von Lothric? Jetzt mal hohe Mauer von Lothric, dann gehen wir nach rechts zur Abkürzung. Und dann bin ich mal gespannt. Foliant V. Karim. Ein heiliger Foliant aus Karim, geschrieben in der Blindenschrift. Drachenkopfstein, von der Macht der ewigen Drachen erfüllter Stein, Teil eines geheimen Rituals des Drachenglaubens. Nicer Scheiß, gut. So, hohe Mauer von Lothric.
So, diesmal musste ich dann nach rechts gehen und dann links runter zur Abkürzung. So, wenn ich jetzt hier den Talisman ausrüste, dann kann ich mir eine Heilungshilfe machen. So, da sind wieder zwei Dogs. Warte mal, war da oben? Da oben ist da noch einer. Den hole ich lieber erstmal da runter, no homo. Ey. Scheiße. Blöder Penner. Der Hund hat mich gesehen. Kackköter! Ach du heiliger Crack-Junk. Ich komm und leih mir der Getgun, lecker meine Brei mit der Peppschwanz. Ah, das ist wieder dieser Axtmongo. Gut gemacht. So, ich habe Angst vorm Hund. Ich gehe jetzt aber direkt in den Fahrstuhl. Und dann müssten wir wieder da sein, wo wir letztes Mal aufgehört haben, weiterzuspielen quasi. Ich bin ja dann hier hoch. Hack. Enemy down. Haben wir nicht die Typen noch von da rund? Von da, genau. Heiliger, die sind heftig. Wenn das so viele sind. Ich hatte das Glück gehabt, dass ich alle auf einmal getroffen habe. Das ist etwa Hinterhalt? Ja, das kann sein. So, da steht ein Boy. Fuck! Blöder Sack. Oder ist einer aufgestanden? Ich höre hier irgendjemand fettes Stampfen. Da hinten, links. Das ist der am Feuer, aber da kam ich, da war ich ja schon. Was ist hier? Rufsymbol berühren. Frutzer! Verbraucht man da eigentlich irgendwas, wenn man hier so jemanden ruft? Oder wie geht das? Gibt es da irgendwelche Verbrauchsstücke? Da hinten ist so ein Ritterboy. Schreibt es mir mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Oder ob man da einfach völlig umsonst das machen kann. Okay, Frutzer kommt. Da unten laufen Ritter rum. Hi, Frutzer. Ja, egal. So, jetzt haben wir hier ein paar Ritter. Au. Okay, jetzt möchte ich einfach mal meine Heilung ausprobieren. Mit... Wie mache ich... Achso, Viereck. Ne, jetzt habe ich so ein Ding gesoffen. Scheiße. Schlagen hätte ich drücken müssen. Lothric Ritterrüstung. Hau drauf, hau drauf. Okay, nice. Da habe ich gerade so ein Ding gesoffen. Aber egal, ich habe noch drei. Ich hatte vorher auch nur drei hier an der Stelle. Wo müssen wir denn lang? Ich würde mich gerne mal hier umsehen. Da unten geht's runter. Da kommen Skelette hoch. Da gerade jemand geschossen. Der da. Knall den mal ab. Okay. Der ist tot. Hier gibt's sonst nichts. Hat er den gebackstabbt? Ach, der lebt noch. Da ist doch bestimmt ein Boss oder sowas drin. Ein Speer. Nachricht lesen. Ah, Hilfe. Nee, ein Phantom reicht mir. Nee, komm, wir gehen erstmal. Sollen wir erstmal da hochgehen? Ja, dann komm, wir gehen mal da rein. Wenn jetzt hier ein Boss kommt. Das wird auf jeden Fall ein Boss sein. Der zweite Boss quasi.
Hier ist zugewachsen. Oh! Oh, 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 oh. Okay. Er berührt den Baum. Da kommt jemand. Ein Gespenst. Das ist ein Gespenst. Alter, das ist kein Gespenst. Das ist ein Typ. Eine Echse mit einer Keule. Oder doch ein Typ. Irgend so eine Mischung zwischen Typ und Echse. Ah, ah, oh, ich wollte gerade sagen, wo ist der? Okay, erstmal gucken, was er macht. So, der ist drin. Holy! Okay, zurück, zurück, zurück. Hau drauf. Okay. Was macht der? Okay, er rennt weg. Aufpassen. Er hat ihn erwischt. Oh Mann. Fuck. Was? Das war's? Laber doch keine Scheiße. Das war der einfachste Boss, den ich je besiegt habe. First try. Okay, wir waren zu zweit, ne? Aber... egal. Hier öffnet sich eine Tür, aber da hinten gab es ja noch Sachen zu erkunden. Boah, Leute, was das war ja... Habt ihr gesehen, wie viel Schaden der bekommen hat? Guck mal, das sind diese Pilger, die man in dem Anfangsvideo gesehen hat. Ja, gut. Ich wollte jetzt mal die Hilfe hier benutzen. Jetzt habe ich schon wieder so ein Ding gesoffen. Scheiße. Ich muss Schlagen drücken. Das ist so kompliziert, wenn man Bloodborne gewohnt ist. Da hinten geht jemand. Da oben ist ein Ritter noch. Alter! Grausames Stück Scheiße. Oh oh. Schild! Oh Mann. So, jetzt kann ich aber mal die Heilung benutzen. Also, leicht am Plündern. Lothric Ritterhelm. Muss ich gleich mal angucken. So, und jetzt Schlagen drücken. Geil! So spart man auf jeden Fall die Estus Flakons. Luzern. Sonst gab es hier nichts. Da gab es auch keine Treppe mehr. Doch, nee. Da gab es keine mehr. Was gibt es denn hier noch? Hier kam ich auf jeden Fall. Wer ist das? Alter, der haut rein. Okay, Flakon. Weg. Er chillt. Fuck. Alter, der war heftig. Gealteter Edelstein. Jetzt habe ich wieder so ein Ding gesoffen. Egal. Gealteter Edelstein. Hier ist jemand gestorben. Nachricht lesen. Hurra für Zerfeind! Hier gibt's ja nicht mal was. Hurra für Zerfeind. Nur noch ein Estus-Flakon. Laber nicht. Was ist hier? Sieht auch nach einem Bossfight aus. Auf jeden Fall sind hier jede Menge Leute gestorben.
Sollen wir uns mit dem anlegen? The wait has been long, unkindled one. I am Emma, High Priestess of Lothric Castle. Allow me to speak frankly. Klar. You will not find the Lords of Cinder here. They have left, gone, to their journey homes converging at the base of this castle. Head to the bottom of the high wall. Forge on through the great gate and raise this banner to proceed. Kleines Banner von Lothric. Da ist eine Treppe. Die Treppe ist aber zu. Ist das etwa unten oder oben? Unten oder oben? Sonst gibt's hier nichts, hä? So, ich habe einen Banner, das muss ich am Fuße von blablabla bla bla irgendwo aufrichten. Ah, jetzt passe ich auch hier wieder durch die Tür. Ja. Ich gehe nochmal da oben gucken, aber eigentlich müsste ich jetzt hier alles durchgemacht haben. Hier gibt's auch keinen weiteren Weg. Da hinten war ich ja schon überall. Dann würde ich sagen... Hier ist ja auch nichts mehr. Hier oben vielleicht noch? Auch nichts mehr. Okay, gut. Dann gehen wir weiter. Hier um die Ecke schauen. Nee. Hier in der Ecke war ich schon. Nee, auch nichts. Okay, ich soll ein Banner aufstellen irgendwo da hinten. Natürlich werde ich erstmal rasten. Jetzt ist die Frage. Ich habe jetzt Sachen bekommen, zum Beispiel einen neuen Helm. Der würde mich über 60% bringen. Gewichtsverhältnis ist natürlich mehr. Physisch, aber Schlag. Ist aber robuster. Und die anderen sind auch alle besser. Gut, einen Helm habe ich. Dann hatte ich noch ein paar Waffen bekommen. Hier sind meine Waffen. Den Speer macht natürlich jetzt erstmal weniger als mein Dingsbums da. Dann Luzern, okay. Gut, 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 gut. Kann man hier nicht auch irgendwie die Wurfmesser, in welches Fach mache ich denn die Wurfmesser rein? Hier unten. So, falls ich mal einen Gegner pullen muss. Dann bin ich nämlich am Pullen wie Spritzen. Spähe über das Cliff und halte das Banner hoch. Banner hochhalten. Was passiert? Ah, das Banner. Da ist das Dorf, wovon der Gefangene geredet hat. Aber was ist das? Alter, fliegende Gargoyle-Männer. Hä? Sag jetzt nicht, die tragen mich jetzt runter ins Dorf. Ah, die Brücke ist auch zerstört. Ah, da haben wir eine neue Feuerstelle. Cool, danke. Das waren ja nette Gegner. Leuchtfeuer entzünden. Habe ich nicht eine Ritterrüstung bekommen? Gewicht, da würde ich aber über 72 kommen. Aber die ist richtig nice, die Rüstung.
Ah, guck mal, jetzt kann ich nur noch diese Dingsrolle machen. Wenn ich jetzt aber den Helm wieder tauschen würde, habe ich immer noch 71. Wenn ich den Helm tauschen würde. Okay, dann brauche ich ein bisschen mehr Belastbarkeit. Müssen wir gleich Belastbarkeit skillen. Gut, Pamarillos, an dieser Stelle reise ich doch mal zurück. Mal gucken, ob wir Belastbarkeit skillen können. Achso, das war das hier. Feuerbrandschrein. Dann reisen wir mal dahin und dann schaue ich mal, ob ich Belastbarkeit skillen kann. Dann kann ich nämlich die Rüstung noch tragen. Wäre auf jeden Fall um einiges besser, weil die sehr, sehr viel bessere Stats hat als meine Rüstung. Und ja. Ist jetzt die Frage. Belastbarkeit kennt keine Grenzen. Belastbarkeit kennt kein Pardon. Aufsteigen. So, dann flüster mal deine Gebete. Wir können aber noch Sachen verkaufen. Leider nur für sehr wenig Geld. Zum Bleistift. Den Speer. Das Ding brauchen wir auch nicht. Den Bogen möchte ich gerne behalten erstmal. Den Helm behalte ich auch. Die Rüstung kann man verkaufen. Das kann man verkaufen. 10. Und das hier blauer. Achso, das sind meine Ringe. Ashen One. Jetzt habe ich wieder 2300. So, wenn ich jetzt meine... Nee, da will ich nicht hin. Wenn ich jetzt hier die Sachen alle verbrauche. Wie viel kriege ich denn? 300? Falsch. Okay, machen wir das noch. 1800. Wie viel gibt der? 400. So, dann bin ich bei 4800. Unbekannten Reisenden. Machen wir die auch. 800 nochmal. Okay, die hat gut gegeben. Seele von Ford vom Nordwindtal. Ich weiß nicht, was das ist. Ich mache einfach mal. 2000. Ashen One. So. Belastbarkeit. Können wir noch 2 Punkte drauf machen? Mehr geht nicht. Habe ich das schon mal auf 20? Als nächstes will ich auf jeden Fall Vita. Und da müssen wir noch Stärke auf jeden Fall aufpushen. So, 1600 haben wir noch. Jetzt würde ich gerne als nächstes... Warte, ich muss jetzt erstmal gucken, ob ich die Rüstung jetzt tragen kann überhaupt, oder... 69, geil! Dann können wir die andere Rüstung noch verkaufen. Rüstung, 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 Rüstung. 150. Ashen One. So, reden wir noch mit dem. Mal gucken, ob wir noch hier irgendwas verstärken können. Da fehlen mir kleine Titanscherben. Waffe durchwirken. Die habe ich ja schon durchgewirkt. Das Schild könnte ich durchwirken mit gealteter Edelstein. Dann würde ich... Dann würde ich plus 10. Würde ich dann auf 88 kommen. Ob das was bringt? Machen wir einfach mal. Besser als nix, glaube ich. Gut, Pamarillos, bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, dann geht's weiter. Und bis dahin, stay Pam. Tschüss. Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt einen Kommentar, denn das heilt und es spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.